alle meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich habe ein paar Produkte wieder eingekauft und auch meine letzte My Little Box ist angekommen. Ja, ich habe mich nämlich entschlossen, dass ich erstmal pausiere bei den Abo-Boxen, weil so schön sie auch sind, ich habe einfach zu viel und es muss erstmal aufgebraucht werden, bevor neue Sachen reinkommen. Ich meine, ich halte mich auch selber nicht immer hundertprozentig dran, wenn mich was interessiert, dann hole ich mir das auch. Und ja, das seht ihr jetzt praktisch in diesem Haul, was mich so angesprochen hat. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der My Little Box. Da haben wir zum einen einmal so eine Karte drin. Und dann war das hier diese schöne Box. Da ist praktisch ein Beutel drin. Ich weiß ja, den habt ihr mit Sicherheit schon auf... irgendwelchen Fotos gesehen. Ja, ist ganz süß, ist ganz nice, aber es passt nicht unbedingt zu mir und ja, deswegen kommt das Teilchen weiter. Da hat sich schon jemand gefunden und ja, der bekommt es dann praktisch und freut sich mit Sicherheit mehr und verwendet es dann praktisch auch mehr als bei mir, das verwendet werden würde. Deswegen ja, darf das schon weiterziehen. Ja, aber die Produkte, die hier drin waren, die sind wirklich richtig, richtig toll. Da haben wir einmal hier eine Bodylotion von Mixer. Die habe ich auch schon verwendet. Und ich gebe mir jetzt hier mal ein bisschen was auf. Das ist hier so eine, ja, so eine cremig-gelig Konsistenz. Die ist richtig toll. Und die zieht auch wirklich richtig schnell in die Haut ein. Also gefällt mir richtig gut. Ja, mag ich sehr gerne. Wird auf jeden Fall aufgebraucht. Und was auch noch dabei war, weswegen sich die Box natürlich schon rentiert hat, ist dieses schöne Teilchen. Das ist von Rituals, der Ritual of Happy Buddha. Das ist so ein, ja, orange Zedernholzduft ist das. Und es ist so ein schöner, gute Laune Duft, mag ich so, so gerne. Und ja, bin ich froh, dass es mit in der Box war. Und ja, steht auch schon in der Dusche, weil liebe ich. Ja, dann haben wir hier noch ein Produkt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das ist von My Little Beauty, Gel Funky Fresh. Das ist so eine Gelcreme mit Glitzer, also mit schimmerndem Funky Fresh Gel mit 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Macht dann Kaktus- und Pfingstrosenextrakt müde Partyhaut sofort wieder munter. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Fokussiert oder nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und zwar ist hier ja, so Goldschimmer drin. Und ja, es ist nice to have, aber jetzt nicht unbedingt ein Muss, sage ich mal. Ja, dann habe ich mir bei DM hier so Zehentreter mitgenommen und sehe gerade, das sind zwei unterschiedliche Verpackungen sogar. Ja, das sind diese Teile, die man praktisch vorne in die Flipflops reintut und das waren die letzten zwei Packungen in der Box und deswegen habe ich mir beide mal geschnappt, weil ja, sowas glaube ich kann man immer brauchen, gerade im Sommer, wenn man die Flipflops anhat, die reiben doch manchmal schon ganz schön in den Füßen. Ja, dann bei Edeka habe ich mir etwas mitgenommen und zwar hier von Frosch. Das Himbeerblüte-Sensitiv-Dusche, frei von Mikroplastik, 5,5% pH hautneutral, vegan, naturnahe Kosmetik. Und das riecht so, so lecker nach Himbeeren. Also wahnsinnig toller Duft und ich liebe den Duft von Himbeeren und ja, deswegen musste das unbedingt mit. Ja, bleiben wir bei Duschgelen. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich genug, aber es sind drei Duschgele bei mir über den Weg gelaufen, die ich unbedingt mitnehmen wollte. Und zwar habe ich hier einmal von Dresden Essence den Sommerregen. Das ist auch so ein schöner Duft. Also richtig frisch. Ja, so wie man sich so ein bisschen so ja, die nasse Luft vorstellt. Also es riecht wirklich so ein bisschen danach. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr, das unter der Dusche zu verwenden. Genauso musste mit, da hatte ich ja schon einen Badezusatz, den hatte ich euch gezeigt. Und ja, einmal hier Kneipp Creme Dusche Kurzurlaub, Kokosmilch und Monoiöl.
Oh Leute, das ist so ein toller Duft. Oh, mega. Also richtig, richtig toll. Riecht super gut nach Urlaub einfach. Ja, also riecht wirklich nach Sommer, nach Urlaub. Ganz, ganz toll. Ja, dann habe ich mir bei Rival de Lubiang, also bei Rossmann, diesen Sweatproof Make-up Converter mitgenommen. Und ja, der soll ja praktisch verhindern, dass die Foundation zerfließt, wenn man schwitzt. Und ja, den habe ich mir nur gekauft eigentlich, weil wir ein Lauf-Event hatten. Und das Problem ist bei mir, wenn ich laufe, ich schaue mal aus wie die Feuerwehr selber. Also mein Kopf ist wirklich hochrot. Also dadurch, dass ich halt so blass bin, sieht man natürlich sofort, wenn ich mich anstrenge. Also egal, was ich mache, also sofort sieht man alles. Und ja, ist natürlich nicht so toll. Und da habe ich mir gedacht, naja, damit nicht jeder denkt, ich falle gleich um, weil das tue ich ja eigentlich nicht, tue ich mir ein bisschen Make-up drauf. Ich weiß, man macht es normalerweise nicht, ich mache es auch normalerweise nicht. Aber da habe ich mir gedacht, kann das nicht schaden, und habe ich die Converter-Drops ausprobiert. Und ich muss sagen, das hat recht gut funktioniert. Also die Foundation war wirklich da, wo sie sich eigentlich hingehört hat. Ja, doch, fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann eine Foundation, die ich richtig schlecht finde. Und zwar die Maybelline Dream Urban Cover Foundation. Hat sich super gut angehört. Sie wurde ja schon als Dupe zur zur It Cosmetics Foundation gezählt. Und ich muss sagen, also Leute, wer irgendwie mal davon angefangen hat, das wäre ein Dupe. Ich weiß nicht, was der denkt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die ist super flüssig. Die ist, ja, was heißt super flüssig? Also im Vergleich zu der Foundation von It Cosmetics ist die wirklich flüssig. Und ja, Farbe würde eigentlich ganz gut passen. Nur setzt sich die so komisch in den Poren ab. Also egal, was man macht, egal welchen Primer das man reintut, beziehungsweise unter die Foundation tut, es setzt sich einfach unschön ab. Und ja, finde ich daher überhaupt nicht gut. Und ja, nee, das war leider ein Fehlkauf, und die 10 Euro hätte ich auch besser investieren können. Ja, bleiben wir bei Foundation. Ich habe mir nämlich noch eine zugelegt, und zwar hat ja die liebe Hattie so von der auch geschwärmt. Und das ist die Forever Skin Glow Foundation von Dior in der 0N. Und die trage ich auch heute, und ich finde, die passt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, man sieht, glaube ich, auch, Skin Glow ist da. Also ich habe normalerweise trockene Haut und es glowt wirklich. So sieht die Verpackung übrigens aus. Auch sehr, sehr schön. Und sie ist auch sehr ergiebig. Also man braucht nicht... Jetzt habe ich natürlich zu viel rausgedrückt. Man braucht nicht viel von der Foundation, um sein Gesicht praktisch einmal abzudecken. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ja, sehr, sehr schöne Foundation. Die setzt sich auch nicht ab. Die macht wirklich ein schönes Finish, und ja, mir gefällt es richtig gut. Ja, das nächste Produkt ist ein Nachkaufprodukt. Da habe ich nämlich den anderen jetzt leer gemacht, und da brauchte ich unbedingt wieder Nachschub. Auch den trage ich heute auf den Augenbrauen. Und zwar ist es der Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara Darker Brows in 2 Weeks in der Farbe 010 Light. Genau, das ist einfach so ein kleines Tübchen. Schaut aus wie eine Mascara-Bürste, und damit könnt ihr praktisch eure Augenbrauen einfärben. Und ich finde es einfach für den Alltag und jetzt für den Sommer optimal, weil es geht schnell, es braucht nicht viel Zeit und ist wirklich schnell an Ort und Stelle, weil ich muss nicht groß auffüllen, und deswegen reicht mir das absolut aus. Ja, dann noch ein Produkt von Maybelline habe ich hier geholt, und zwar das Face Studio Prime Anti-Redness Primer. Auch den ja, Sexsport, aber ich verwende den auch momentan gerne einfach als Base und dann ein Puder oben drüber im Alltag, weil ich im Alltag jetzt sagen muss, momentan im Sommer trage ich jetzt nicht so gerne Foundation, und deswegen einfach den Primer, der nimmt so ein bisschen die Rötungen von der Haut, und dann nochmal einfach so ein Kompaktpuder drüber, und dann ist es gut, und dann passt das Mascara und fertig ist es. Also mehr muss es für mich momentan einfach nicht sein. Ja, da bleibe ich lieber ein paar Minuten dann länger im Bett liegen.
Genau. Noch ein Produkt durfte mit, und zwar zum Baden. Und das sind hier zwei Handmade Bath Tartlets. Ja, die haben noch 3 Euro gekostet. Das sind 2 Stück. Und die sehen halt auch super süß aus. Ich habe leider gerade kein Messer da, deswegen kann ich es jetzt nicht rausholen. Aber die riechen schon so ein bisschen nach Limone. Genau, es soll auch nach Strawberry und Lemon Mango riechen. Ja, schaut auf jeden Fall sehr interessant aus, schaut sehr süß aus und ja, finde ich toll. Deswegen durfte die mit. Ja, es durfte auch noch eine neue Tagescreme mit, weil meine andere leer ist. Und ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich die euch schon gezeigt habe oder nicht. Wenn ich sie euch schon gezeigt habe, dann wisst ihr es ja schon. Aber ich habe sie jetzt auch verwendet. Und zwar ist es die Garnier Bio Antifalten Feuchtigkeitspflege. Alle Hauttypen, auch empfindliche Haut. Und die ist mit Lavendelgeruch. Ja, das ist einmal dieser Titel hier. Und ja, es ist schon ein sehr intensiver Lavendelgeruch. Also wer da drauf nicht steht, der wird die nicht mögen. Und ihr seht, ich habe die auch schon fleißig verwendet. Und ich mag die super gerne. Ich trage mir die in der Früh nach dem Duschen, trage ich mir die praktisch auf. Und sie pflegt meine Haut, sie hält meine Haut wirklich schön den ganzen Tag über schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwann mal trocken wäre oder so. Finde ich richtig gut. Und ich finde es auch gut, dass Garnier mittlerweile ja, Naturkosmetik herstellt. Also die haben ja auch das Cosmos Organic Siegel. Also es ist wirklich Naturkosmetik, es ist jetzt nicht irgendwie ein Fake. Und ich muss sagen, ich unterstütze dann solche Firmen schon ganz gerne, wenn die wirklich sagen, sie möchten auch natürlichere Produkte herstellen. Und ja, das waren jetzt auch schon alle Produkte. Ja, das T-Shirt, was ich hier anhabe, ist übrigens auch neu. Ja, doch, gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Ja, das waren jetzt auf jeden Fall alle Produkte und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir noch unten in die Kommentare, ob ihr euch ein paar Sachen gegönnt habt oder auch nicht. Oder ob ihr sagt, nee, ich bin auch eher momentan auf dem Aufbrauchtrip. Weil das ist wirklich bei mir momentan oberste Priorität. Aufbrauchen, aussortieren, das kommt auch noch dazu. Ich bin auch am Überlegen, ob ich euch vielleicht mal ein bisschen bei dem Prozess mitnehme. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessieren würde. Und ja. Ich würde sagen, wir beenden dann an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt man es gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin, ihr Lieben. Habt schöne Tage, viel Spaß und tschüss!